Digitalisierung und Datenverarbeitung. Die Umwelttechnologiebranche präsentiert die neuesten Entwicklungen auf der IFA 2016. Die Vernetzung von Arbeitsprozessen hat auch innerhalb der Abfall- und Wasserwirtschaft Einzug gehalten. Speziell dafür besucht EU-Kommissar Günther Oettinger die Messe, um die Vorteile wie Energieeffizienz durch Wasser 4.0 herauszustellen. Das Ziel? Ressourcen schonen und gleichzeitig Kosten einsparen. Die Firma Ecologics beispielsweise hat einen Sensor für die Untersuchung von Wasserleitungen entwickelt. Bei einem Leck im Rohr löst der sogenannte E-Puls anhand der veränderten Fließgeschwindigkeit ein akustisches Signal aus und sendet diese Informationen nach außen. Es ist eine sehr einfache Messung von dem Zustand der Leitung und dann Wasserversorger können das nutzen zum Netzplanung und zum Entscheiden, welche Leitungen erneuert müssen werden. Ein smartes System überwacht auch beispielsweise das Wasser in unterschiedlichen Tiefen in Kläranlagen und soll damit gezielt beim Umweltschutz unterstützen. Das heißt, wir monitoren und dokumentieren Wasserversorgung in Kläranlagen, Biogasanlagen, Photovoltaik- und Windkraftanlagen, um eben den Anlagenbetreiber die Möglichkeit zu geben, energieoptimiert seine Anlage zu fahren und das Wasser oder irgendwelche anderen Medien intelligent zu managen. Energie erzeugen und Ressourcen schonen. Die IFAD zeigt die Möglichkeiten.